Am 28. und 29. September fand in Horn die zweite Waldviertler Jobmesse statt, auf welcher Waldviertler Top-Betriebe quer durch alle Branchen und aus allen Bezirken ihre vielfältigen Berufsbilder und offenen Stellen präsentierten. Das Wirtschaftsforum Waldviertel mit nun 111 Mitgliedern repräsentiert einen großen Querschnitt der Waldviertler Wirtschaft. Mit rund 8500 Arbeitsplätzen sind wir eine Plattform, wo wir uns an alle Bürgerinnen und Bürger auch des Waldviertels wenden. Ganz speziell mit unserer zweiten Jobmesse, die heuer in Horn stattfindet. Wir haben rund 50 Aussteller, die ihre Betriebe präsentieren, die ihre Berufsbilder präsentieren, aber auch die offenen Stellen, die es derzeit im Waldviertel gibt. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden und dass wir Lehrlinge in unseren Betrieben anstellen können, dass wir Leute finden, die Karriere machen wollen, die auch vielleicht wieder zurückkommen wollen aus dem Ballungsraum in das Waldviertel. Besondere Gäste konnten die Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur, Dr. Claudia Schmid und Landeshauptmannstellvertreter Dr. Josef Leitner begrüßt werden. Es ist die zweite Waldviertler Jobmesse. Für mich ist es die erste und ich bin tief beeindruckt. So viel Engagement von unternehmerischer Seite, von privater Seite, hier einfach die Stärken der Region auch selbstbewusst zu präsentieren. Ich kann dazu absolut nur gratulieren. Ich habe gehört, dass heute auch schon sehr viele Schüler und Schülerinnen hier waren. Und ich finde, dass die Verbindung von Gesellschaft, Schule, Wirtschaft ganz entscheidend ist für heute, aber auch für unsere Zukunft. Und so glaube ich, dass diese Messe einen mehrfachen Nutzen hat. Sie informiert die Besucher und Besucherinnen, so wie mich, über die Vielfalt und das, was das Waldviertel zu bieten hat. Sie führt sicher dazu, dass alle, die hier ausstellen, noch einmal an Selbstbewusstsein, Zuversicht gewinnen. Und zum Dritten denke ich, dass es eine ideale Möglichkeit ist für junge Leute, sich über das Waldviertel zu informieren, vor allem auch über Jobangebote, Ausbildungsmöglichkeiten. Also ich kann nur ein sehr, sehr großes Kompliment aussprechen. Ich freue mich, dass ich hier war.